Guten Morgen und herzlich willkommen zurück in Grounded. Ja, es ist 6.03 Uhr. Wunderbar. Die Sonne geht gleich auf. Wir bewegen uns mal hoch zu den Öfen oder zu dem Ofen. Ich habe die Nacht eine Palette Gras geschlagen hier drüben. Des Weiteren war ich beim Bürgel, habe zwei neue Missionen geholt. Ich habe irgendwie krampfhaft überlegt, bevor ich jetzt diese Folge hier aufnehme, ob wir irgendeine Folge aufgenommen haben, beziehungsweise ich mit euch eigentlich was gemacht habe, aber die Aufnahmetaste nicht gedrückt hatte. Deswegen zweifle ich gerade irgendwie an mir. Und ja, ein bisschen putzig gerade. Ich weiß nicht so richtig, weil ich weiß nicht, ob mir das letztens, ob ihr das mit dabei wart, wo ich die Kiste hier hingestellt habe. dann habe ich ja hier ja, dann habe ich ja das alles hier aufgefüllt, habe die Öfen nochmal umgesetzt ein bisschen. Ich weiß nicht, ich bin gerade irgendwie ein bisschen überfragt. Das, ja. Keine Ahnung. So, hier musste das rein. Nicht da drüben. Hat das trotzdem funktioniert? Ach nee, ich habe den... Okay, na egal. Wird schon das Richtige gewesen sein. So, das tun wir mal alles hier rüber. Wunderbar. Dann muss ich das gar nicht zu dem Brei machen? Oder wie sehe ich das? Ich bin gerade überfragt. Ich weiß es nicht. Ich werde hier oben mal was trinken. Wir haben noch ein paar Pilze einstecken, die werde ich mal essen. Dann gehen wir mal rüber in die Basis. Ein Schlugikowski, jawohl. So, ich esse was. Kleinigkeit. Und der Sonnenaufgang wieder. Wunderbar. Echt schön. Sehr schick. Auch hier unsere Treppe da hoch zum Baum, zu den Vorräten, auch eine schicke Sache. Und ich würde sagen, wir können eigentlich da gleich mal rüber gehen. Ist er gelandet oder weggeflogen? Weiß ich nicht genau. Ja, wie gesagt, ich war beim Bürgel die Nacht. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe wirklich, wie als hätte ich eine Folge die Taste nicht aufgenommen. Ich muss mir nochmal die letzte Folge genau anschauen, ob wir die Kiste platziert haben. Weil wir hatten auch Haufen Quests gemacht und alles. Irgendwie habe ich da... Irgendwie habe ich da einen leichten... Ja genau. Einen leichten Filmriss. Oder irgendwie ein Déjà-vu als... Ich weiß auch nicht so richtig. Von der Zeit her durfte ich bloß zwei Folgen aufgenommen haben, aber... Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, als hätte ich drei gehabt. Aber ist auch egal, unterm Strich. Es werden schon zwei gewesen sein. Denn... ja, gleich nochmal geschaut, ob die Aufnahme läuft. Da ich eigentlich immer einen kleinen Testlauf vorher mache. Naja, so hin wie her. Okay, ich habe die Nacht eine Palette hier hochgebracht. Dann, wie gesagt, war ich beim Bürgel. Ich habe diverse Dinge vorbereitet. Kleinigkeiten, nichts Nennenswertes. Aber wenn wir schon mal hier sind, juhu, dann können wir das hier auch gleich mal in Angriff nehmen. Seile haben wir leider keine dabei. Aber wir können das hier mal schon so vielleicht fertigstellen. Ups, ja, nicht durchlaufen, Himmels Willen. Da sind wir weg vom Fenster. Und ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie noch was Spezielles machen. Ich meine, sieht ja nicht schlecht aus, ne? Und das sieht aus wie eine Treppe nach oben. Wenn man da irgendwie ein bisschen... Na egal. Ja, hier könnten wir die gebogenen Elemente eventuell einfügen, aber ich glaube nicht, dass das passt. Man müsste es mal probieren. Aber machen wir andermal. Denn wir haben ja beim Bürgel letztens hier etwas ausgegeben an, ups, an Forschungspunkten. Genau dafür, dass wir... Soll ich es riskieren? Ihr wisst ja, wie es ist, wenn ich hier anfange. Die schläft da drin. Sollte mich nicht stören.
Eins noch. Ja, sehr gut. Okay, ist zerfallen. Sehr schön. Dann können wir uns ein Lager holen. Dann können wir uns das aufladen. Yibi. Ja, dann nehmen wir gleich das hier, würde ich sagen. Immer schön die Augen offen halten, nicht dass die rumfleuchen und kreuchen, die guten. Brauchen wir nicht mehr. Da kann ich gerne drauf verzichten. Ich meine, die ist, wenn die normal läuft, ist sie schon ziemlich schnell. Aber wenn die dann noch in Rage gerät, dann ist gleich ganz vorbei. Das muss ich alles so direkt nicht haben. So, hier habe ich noch einen. Wo der andere ist, weiß ich nicht. Waren das 11? Nee, du sollst mal hier stehen bleiben. Du sollst das machen. Ich glaube, das ist der. So, wir fliegen mal hier ganz schnell auf den Baum. Ich weiß nicht, ob da was hinter mir war. Nee. Ja, wie gesagt, die schläft den Schlaf des Gerechten. Soll sie machen. Und ja, was machen wir? Wir können Rüsselkäfer müssen wir töten, 5 Stück. Und Glühwürmchen Kopflampe müssen wir herstellen. Hm, haben wir eigentlich schon gemacht, aber na gut. Hm, dann ist das so. Ich glaube, unsere Utensilien sollten reichen, dass wir da noch mehr herstellen können. Kein Problem. Rüsselkäfer. Hm. Ich gucke erstmal nach der Lampe. Wir machen erstmal die Lampe und dann machen die Rüsselkäfer. So. Okay, die Lampe. Das ist eigentlich ist das Ausrüstung, ne? Hier zählt das nicht drunter, ne? Lampe, Lampe, Lampe. Das wird es hier wohl nicht sein, oder? Nee. Das ist auch nicht. Hier ist es auch nicht. Dann gehen wir mal hier rein. Aber hier ist es doch auch nicht, oder? Hm. Schauen wir mal. Haustierhaus. Oh, ist das niedlich. Ah, das ist ja niedlich. Ach, schick. Können wir zum Spaß ja mal bauen, auch wenn wir uns vielleicht kein Haustier zulegen. Ah, hier, was war's? Glühwürmchen? Glühwürmchen Kopflampe, jawohl, da haben wir es doch. Glühwürmchen Kopflampe. Ja, ja. Ja, reicht. So, haben wir hergestellt. 500 Punkte. Dann tun wir die hier rüber. Okay. Eigentlich wollte ich die Steine ja da oben lassen. Warum nehme ich die mit? Ach man. Und jetzt brauchen wir Rüsselkäfer. 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 Halt. Ich will noch was essen. Ich will noch was essen. Wir haben nichts mehr groß zu essen, ne? Das will ich nicht essen. Da hole ich mir ein paar Eicheln unterwegs. Da muss ich bloß mal wahrscheinlich hier noch was einlagern davon. Okay. Hm, das braucht keiner. Gut. Ich gehe mal hier oben schauen. Das ist leer. Das ist auch leer. Und natürlich wollte ich euch noch was zeigen. Ich habe die Nacht noch was gebaut. Haha. 6 neue. Weil ich hatte noch 6 verdorbene Nahrung. Da habe ich nochmal 6 davon gebaut. Und dann haben wir hier drüben die 5 Stück. Die sind in 11 Stunden fertig. Also spielinterne Stunden. Und dann hoffe ich mal. Denn es sieht nämlich so aus, als ob die so weit immer rein. Das ist nämlich das Gartenbeet. Ich weiß nicht, wie ich die fällen soll. Seht ihr das? Wenn ich hier nämlich drauf haue. Deswegen habe ich den letztens auch zerstört. Vielleicht hat einer mal eine Idee. Denn ihr habt es ja gesehen, in der einen der letzten Folgen, 3 oder 4 Folgen zurück, vielleicht auch mehr, da habe ich die hier zertrümmert. Weil, wenn man jetzt das Ganze anschaut, geht das auch bis hier runter. Ich weiß nicht, ob das hier drüben genauso ist, wenn ich die Frucht anklicke oder an...
Nee, macht auch alles. Aber trotzdem habe ich die zerstört. Nun weiß ich nicht, ob es daran lag, weil die sich durch die Decke natürlich durch sind und die Stabilität dann auf das Beet übertragen haben. Ich habe keine Ahnung. Ihr habt es gesehen, ich hatte die Axt und es hat nicht funktioniert. Ich habe unten das Ding zerschlagen. Hm, wie gesagt, vielleicht hat jemand eine Idee, ob es daran lag oder ob man das anders ernten muss. Zumindest bei diesem Pilz. Ganz ehrlich, ich würde den auch nicht mehr anpflanzen. Ich habe es mal probiert, aber der macht mir die Beete immer kaputt. Da habe ich keinen Bock drauf. Ganz ehrlich. So, und wir schauen jetzt mal, wir suchen uns mal Rüsselkäfer. Wie gesagt, wenn wir uns hier durch den Stein backen könnten, hätten wir sie schon. Leider ist das nicht der Fall. Und wir schauen einfach mal, wo wir welche finden. Und da sehe ich schon einen, was macht denn der meiner Blume? Hallo? Ja, damit wird das erledigt. Nummer 1. Ja, siehst du, ich wollte mir doch was zu essen organisieren. Ja, das werden wir auch gleich machen. Denn wenn das nämlich noch weiter sinkt, dann hat das auch Auswirkungen auf unsere Stamina. Und ja, hier war ja wieder richtig viel drin. Wahnsinn. Ja, die werde ich vielleicht dann mal entsorgen. Ich brauche die, glaube ich, nicht. Das nehmen wir hier für alle Fälle. Sehr schön. Oder wir lassen es erstmal und dann tun wir es entsorgen, wenn wir es wirklich nicht mehr brauchen. Aber uns fällt ja immer irgendwie wieder was ein. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir das für irgendwas zum Reparieren brauchen. Bin ich gerade überfragt. So, wenn es so hier rumliegt, nehme ich es natürlich trotzdem mit. Gar keine Frage. Na, lässt mich mal durch hier bitte. Ah, sehr schön. Man müsste irgendwie eine Farm haben, wo man die Tiere auch züchten kann. Natürlich müsste man sie füttern, ganz klar. Und dann müsste man sie hier nicht so jagen, sondern könnte sie dann in dem Käfig einfach dezimieren, niedermachen, vernichten. Was auch immer. Ja, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, denn hier haben wir keine... Keine Spikes. Ich muss trotzdem mal hier reingucken. Hockt da eine? Ne, ist keine. Mittlerweile steht sie hinter uns und atmet schwer. Wow. Wie gesagt, in der Richtung bin ich ein sehr gebranntes Kind. Die stand ja nun schon öfters hinter uns. Und deswegen, ja, drehe ich mich halt lieber zweimal um, sag's auch ständig, dass es so ist, wie es ist. Was rennt dort rum? Nichts Gescheites. Wenn es hier so rumliegt, nehme ich es mit. Oh ja, hinten. Oh, hier haben wir richtig gut gefunden und hier haben wir auch noch was zu trinken. Damit sind wir auf alle Fälle... Ist unser Durst erledigt. Und wir haben auch in Kürze so viele nette... Ja, wie heißt es? Knispits nenne ich es hier. Dass wir uns gut sättigen können. Wir werden das auch gleich mal machen. Denn es wird ja nicht besser. So, und schon haben wir das erledigt. Sehr gut. Nehmen wir das noch mit.
Und dann gehen wir auf Rüsselkäferjagd. Schauen wir mal, wo wir welche finden. Müssen wir auch aufpassen, hier ist auch ein Ausgang. Ja. Da war wohl nichts dabei. Hier irgendwo rechts ist Spinnebein. Und ich würde sagen, wir gehen zu unserer zu der Lasermaschine und gucken dort einfach mal nach dem Rechten, ob wir da was Geeignetes finden. Jetzt habe ich gedacht, der Schatten, das ist eine Spinne. Kürzer als 10 Meter Entfernung, aber das war zum Glück bloß eine Wespe. Eine Biene. So, haben wir abgehängt. Ist vielleicht irgendwo hängen geblieben. Wie gesagt, auf die habe ich keinen Bock, auf die Larven. Brauche ich nicht. Die Teile kann ich nicht so verwerten, wie ich das gerne würde. Da wäre noch mal irgendwie, dass man die für irgendwas braucht. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Also ich kann dich hören. Aha. Warte. Bleibst du hier? Wieso sind wir jetzt so voll? Das will ich doch gar nicht. Was haut man hier raus? Das hauen wir raus. Ja. Dann nehme ich dich mit. Ist mir lieber. Haben wir es hier mitten im Weg gelegt. Auch nicht schlecht. Ich höre dich. Ich komme. Ja. Und da haben wir es. Haben wir es erledigt? Die brauche ich nicht. Ich nehme lieber das Essen hier mit. Ja, einfache Mission, sage ich mal, ne? Ja, mit dem Vogelbad, das lassen wir noch. Ich weiß noch nicht genau, ob der Bug behoben wurde. Ich gehe mal davon aus, aber ich habe momentan auch keine Ambitionen, mich in die Hecke erstmal wieder zu begeben. Wir haben da ja vor einiger Zeit schrecklich gewütet. Zumindest sehe ich das so 6 Folgen lang alles dezimiert, was dort rumkreucht und gefleucht ist. Sogar eine Vogelspinne, die dort ansässig ist oder zumindest vorbeigeschaut hat. Das sollte eigentlich für das gute Klima dort in Ordnung gewesen sein. Auch das höher gelegene Plateau haben wir gecleant. Ja. Da ist ein Tropfen. Sehr schön. Wollen wir den mitnehmen? Ja, nehmen wir mit. Ja, da würde ich sagen, wir gehen gleich nochmal zum Bürgel, holen nochmal 2 Missionen. Und dann ist das erledigt. Den habe ich ja fast gar nicht gesehen. Verlockend, aber wir haben keinen Platz. Den kann ich mitnehmen. Sehr gut. Ja, achso, Bürgel wollten wir. Da müssen wir da lang. Ach, kann ich nicht. Das ist eigentlich auch so was Putziges, ne? Hast du es im Inventar? Achso, das war gar nichts. Ich dachte, das ist ein Läusetau. Aber dann zurücktun kannst du es nicht, ne? Naja. Dann bleibt es in der Hand. So, da sind wir wieder. Haben wir wieder 1000 Punkte. Wir können übrigens mal schauen. Achso, das wollte ich nicht. Ich wollte hier rein. Ja.
4-4 war mal. Ich weiß eben jetzt nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, wo ich die ganzen Rezepte geholt habe. Ob ich das gar nicht aufgenommen habe. Wie gesagt, ich muss mir die vorhergehende Folge nochmal anschauen. Aber wenn es so sein sollte, dann tut mir das leid. Achso, wir haben heute früh erst geholt. Oh, das vergesse ich jedes Mal. Ne? Aber halb so wild. Abgeschlossen, abgeschlossen. Sehr gut. Okay. Dann gehen wir zurück ausladen. Das können wir gleich unten machen. Und dann schauen wir mal, wie spät es ist. 16 Uhr. Ja, viel geht heute leider nicht mehr. Wird jetzt schon leicht dunkel. Links und rechts sieht frei aus. Können wir das noch mitnehmen? Stimmt, jawohl. Ja, ich habe hier ein Bild gesehen, da ist auf diesen Holzpalisaden irgendwo da hinten ein ganzes Lager drauf. Also da sind bestimmt auf diesen runden Holzflock 30, 40 solche Läuse, Taue. Das wäre eigentlich mal eine Idee, dort hinten ein bisschen weiter zu bauen. Allerdings gibt es natürlich dort nicht viele Stängel. Ne? So, was wollte ich jetzt? Eigentlich wollte ich es unten rein tun, jetzt tun wir es hier rein. Dann ist das so. Okay, da können wir auch was hier hin tun. Und eins dahin. Was haben wir noch? Ah, das brauchen wir eigentlich gar nicht hier. Ich hänge das mal hier auf. Da kann das ordentlich durchtrocknen. Und hier können wir zwei zum Essen braten. Haltbarkeit ist leider begrenzt. Aber dann ist das so. Okay, ich schaue nochmal hier hinten. Da können wir das hin tun. Sehr schön. Ja. Okidoki. Gut, da haben wir das. Achso, hat man das hier in der Kiste? Nee. Welche hat man das? Weiß ich nicht mehr. Müssen wir mal schauen. Das ist auch nicht drin. Hier ist es auch nicht. Können wir hier was reintun? Nee. Wo waren denn jetzt die? Oh, hier. Haben wir eigentlich viel zu viel, ne? Okay. Achso, das wollte ich in der Kiste hier eigentlich lassen. Genau. Ja, was machen wir noch? Genau. Wir können mal. Ja, dafür ist es heute dunkel. Das können wir morgen mal machen. Uns mal dort hinten die Region wieder anschauen. Dementsprechend vielleicht mal gucken, ob wir wirklich diese Holzflöcke überbauen können, so wie wir das hier drüben gemacht haben. Ist natürlich wieder eine Sache, wo wir schauen müssen, dass wir dann auch genug Stängel ranbekommen. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob wir von dieser einen Position die Stängel zurücknehmen, wo wir die hin verfrachtet haben für die Falle, für den dritten Eingang. Schwierige Frage. Halt. Ja, da brauchen wir auch was. Da sind 2, 4, 6 Stängel. Hallo? Wenn ich da aufs Kreuz hupe, was passiert denn da? Wissen wir nicht. Ich warte bloß, dass hier einer mal hochkommt an der Seite. Ganz ehrlich. Das wäre der Brüller. Das wäre der absolute Brüller, wäre das. Also bei den Roten gibt es immer 10. Und daraus können wir 2 Ziegel machen. Okay. Das wäre das. Ja, und dann, jetzt haben wir mal die Braunen hier drin. Mal sehen, wie viel wir daraus kriegen. Wir können das nochmal ganz kurz abwarten. In der Zwischenzeit können wir nochmal hier hinterflitzen. Einfach nur mal, und die haben die Blütenblätter schön verteilt. Einfach nur mal, um neugierig zu sein, hier hinten nochmal zu schauen, wie es hinten aussieht.
Da vergeht auch die Zeit etwas. Und wenn wir wieder vorkommen, ist es fertig. Ich glaube auch, da wir ja 5 von den Pilzen mal reintun, dann haben wir... Ich glaube, wir bekommen 8 Stück raus. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es 8 oder 10 waren. Da muss ich auch mal drauf aufpassen. Ja, der ist schon wieder fertig. Ah, okay. Ja, also das läuft hier. Das ist auch gut beleuchtet. Haben wir auch schön gemacht. Ah, müssen wir bloß aufpassen, dass wir hier seitlich nicht runterfallen. Das wäre, glaube ich, nicht so der Brüller. So, und ich schau mal. Sieht gut aus. So, da sind 4. 7. 8, 9 brauchen wir. Okay. Sehr gut. Wunderbar. So, wir kürzen mal ab. Ich hoffe zumindest, dass das so funktioniert, wie ich mir das denke. Oh. Da war unsere Blume zu Ende. Wahnsinn. Naja, was soll ich. Also wir bekommen da 6 raus, also in anderen müssen es dann 8 sein. Okay. So, genau, das sind 12, das sind 6. Weiß ich nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Wir bekommen ja, also ich habe sie ja noch nicht geerntet, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber die normale Erntequote sind auch 3 Stück. Weiß ich nicht. Wir warten es mal noch ganz kurz ab. Das wollen wir noch mal schnell feststellen. Dann haben wir da auch Gewissheit. Ja. Und ich sag mal so, wenn man hier das so alles so ein bisschen schön erleuchtet, ist das doch auch nett, oder? Es könnte natürlich sein, dort wo die Stängel, wo wir uns geärgert haben, dass die Stängel nicht nachwachsen, dass es eventuell an den Blumen dort vorne liegt, wegen der Leuchteinheit. Aber eigentlich ist es unterm Strich schade, dass es so ist. Nicht schlecht. Also optisch auf alle Fälle sehr schön gemacht. So, hier gibt es also 2 Ziegel. Ja, dann ist das so. Okay. Also an den Ziegeln, da ändert sich nichts. 5 sind 5. Na, also 5 sind immer 2 Ziegel. Genau. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert. 1, 2, 3 Minuten pro Zyklus. Und jetzt werden wir gleich mal sehen, was hier dabei rumkommt. Ich schätze mal, dass es 8 oder 10 sind. Aber ich glaube, es sind 8. 1, 2, 3, 4. Aber es sind immer 10er Stacks, ne? Da müssten es eigentlich 10 herumkommen. Wir werden es gleich wissen. Zähne. Also doch. Okay. Ja, dann mache ich die mal hier durch. Gelle. Wollt ihr mich jetzt. Wollt ihr die mich jetzt hier oder was? Ach, weil die da drauf tritt. Ja, ist wieder die Familie unterwegs. Eine dort. Und 2 hier. Na gut. Ja, ich glaube, so viele Pilze brauchen wir gar nicht. Das, die Ziegel, das reicht vollkommen aus. Und dann werden wir demnächst mal versuchen, hier drauf unsere Bar zu errichten. Ich würde das gerne mit Ziegeln machen und dann sehen wir weiter. Alles klar, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt es, wie ich das tue. Und wenn nicht, dann hinterlasst mir da einfach mal einen dementsprechenden Kommentar oder wenn ihr mal was sehen wollt oder. Und ich sage auf bald und ciao, ciao.